Wir sortieren uns also erstmal wieder in unserem kleinen Lagerhaus und danach geht es erstmal pennen, weil das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und anschließend gehen wir also unsere neue Mission angehen. Und zwar halt eben, ja, Birkenbäume halt eben schälen und abbauen. Ich habe mir dann also überlegt, wir waren da schon mal im Let's Show, und zwar halt eben auf dieser Insel, das ist eine Birkeninsel oder ein Birkenwald im Allgemeinen, und das ist so eine kleine Insel, und da habe ich mir überlegt, okay, da gehen wir doch mal hin und bauen dort einfach die Birken ab. Ich habe das jetzt mal im Vierfach auf Verschnelligung für euch, und das habe ich im Endeffekt eigentlich auch gemacht, also ich habe sie dort geschält, abgebaut. Und ja, das Ganze hat einfach einen Grund. Ich habe nämlich eine Mission und möchte gerne was bauen. Das werden wir dann in den nächsten Folgen natürlich sehen. Wir gehen also anschließend zu unserer Festung und dort probiere ich erstmal aus, diese Birken halt eben noch weiter zu craften, also zu Stairs und Treppen. Wir müssen also den Strand erstmal ein bisschen terraformen, denn wir wollen nämlich den Hafen bauen. Und dazu muss das Ganze ein bisschen angeebnet werden, sodass wir also einen guten Laufweg bekommen für die Leute halt eben, also dass wir da einen Weg hinbekommen in Richtung unseres Hafens, und deswegen muss das ein bisschen angeterrat werden, also ein bisschen was weggebaut, ein bisschen was hingebaut. Anschließend beginnen wir also auch mit dem Hafen. Im Endeffekt habe ich dann schon mal mit diesem Eichenholz angefangen, habe dann da so, ja, im Endeffekt Fäuler reingebaut, wo man halt eben ein Schiff festmachen kann und wo halt eben auch der Hafen im Endeffekt auch fest ist. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt so richtig erklärt habe. Und danach beginnen wir also die Hafenplatte zu bauen, und dafür haben wir also, ja, im Endeffekt das Birkenholz abgebaut, und das wird da halt eben verarbeitet. Ich bin zwar noch nicht 100% zufrieden mit dem Birkenholz dort als Grundmaterial, muss ich ganz einfach mal sagen. Aber ich denke mal, wenn wir da so ein bisschen Detaillierung dann drauf gebaut haben, sieht das bestimmt schon mal nicht ganz so schlecht aus. Wir gehen also erstmal in Richtung unseres kleinen Lagerhauses, denn dort waren wir schon länger nicht mehr. Dort suchen wir also erstmal ein paar Materialien bei, die wir also für unsere Festung, also für unsere Burg, die wir da bauen, natürlich brauchen können. Zwischendurch ernten wir natürlich nochmal ein bisschen Weizen, den farmen, also den setzen wir dann auch gleich wieder an, damit dann also das Feld wieder wächst, damit wir das also wieder nutzen können. Danach geht es also wieder in Richtung unserer Festung, dort entmüllen wir uns erstmal, also da kommt erstmal alles mitten in die Kisten rein, also zwischendurch laufen wir dann also wieder zu unserem Birkenwald, auf dem Weg dorthin gehen wir pennen und dann bauen wir also dort richtig, richtig, richtig viele Birken ab. Also ich habe da, glaube ich, den gesamten Wald, meine ich, gerodet, oder so gut wie den gesamten Wald, also er war nicht mehr viel übrig. Danach geht es wieder zurück zu unserer Festung. Und anschließend bauen wir dann unseren Hafen weiter, sodass wir da also vorankommen, und schließlich setzen wir dann noch so einen Poller hin. Wir bessern den Strand hier und da erst nochmal ein bisschen aus, muss ich sagen, und danach gehen wir auf jeden Fall erstmal was ganz Wichtiges machen, und zwar gehen wir paddeln, und danach buddeln wir also den ganzen Strand erstmal aus, beziehungsweise den Hafenabteil, und ja, bebauen den im Endeffekt mit Holz, damit wir also da eine einheitliche Ebene haben. Danach geht es dann also dran, Wege zu bauen, sowohl halt eben hinten am Strand, also sprich da, wo man zum Hafen kommt, aber halt eben auch vorne von der Burg her, also von vorne, dass man da halt eben auch hinlaufen kann, und dafür haben wir halt eben Wege gezogen, und ja, ich finde das gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Wir haben dann hinter unserer Burg, hinter unserer Festung dann diesen Erdklotz abgebaut, der stand da ja einfach nur rum, weil wir damit matt gemacht haben, und anschließend sind wir in Richtung unseres Lagerhauses gegangen. Und haben dort halt eben, ja, Cobblestone geholt. Wir gehen als nächstes in Richtung unserer Festung. Und dort biegen wir ab in Richtung unseres Nether-Portals. Und dort gehen wir dann in den Nether. Und da haben wir eine Mission. Und zwar bauen wir unsere Nether-Festung nun aus. Oder fangen zumindest mit an. Und das bekommt ihr als Zeitraffer. Wir brauchen Knöpfe für unsere Eisentüren, damit wir überhaupt rein und raus gehen können, aber die Monster halt eben nicht rein und raus kommen. Danach bauen wir also unseren Steg weiter in Richtung unseres Netherportals oder eines der anderen Netherportale. Und ja, ich habe da aber auf jeden Fall eine Matt-Schicht, also da so eine, auf dem Boden im Endeffekt eingebaut. Dort kommen dann also später hin
die Bahnlinie hin, weil wir wollen da auch Minecraft-Strecken bauen. Wir gehen also in die Overworld, holen uns da neue Slabs in dem Fall und gehen dann wieder in die Nether, um halt eben weiterbauen zu können. Danach bauen wir also die Mauer an der Seite weiter. Und dort bauen wir also auch noch einen Ausgang, also dass wir dort auch nochmal rauskommen zwischendurch, um halt eben dann zu unserer Festung zu kommen, die dort in der Nähe ist. Und ja, wir bauen dann natürlich die Decke und so weiter und so fort und beleuchten dann halt eben unseren neu gewonnenen Gang. Wir gehen also als nächstes wieder in Richtung unseres Bauernhauses und dort biegen wir ab in Richtung unseres Lagerhauses und dort räumen wir erstmal unser Inventar ein bisschen auf und bauen uns wieder mal richtig viele Äxte, denn wir gehen wieder in Richtung unseres Birkenwaldes und ja, im Birkenwald gehen wir dann also Birken abbauen in dem Fall und das kriegt er als Zeitraffer. Anschließend gehen wir dann wieder zurück zu unserer Festung und dort geht's weiter. Wir machen also als nächstes erstmal wieder weiter an unserem Hafen. Dort bauen wir also wieder sehr viel Sand ab und platzieren dann natürlich auch wieder sehr viel Holz, muss man sagen. Und da hat sich auf jeden Fall wieder voll ausgelohnt, dass wir halt eben im Birkenwald waren. Schließlich setzen wir unten noch ins Meer diese Poller rein, wo dann halt eben Schiffe befestigt werden. Anschließend gehen wir in Richtung unseres Lagerhauses. Dort rüsten wir uns aus. Und fahren dann halt eben mit dem Minecart, das habe ich euch jetzt mal hier in Schnelligkeit halt eben mit reingebracht, wieder rüber in Richtung unserer Festung, weil ich mir gedacht habe, wir benutzen die ja so wenig und wir haben es extra gebaut. Aber naja, auf jeden Fall platzieren wir dann an unserem Hafen diese Gitter, damit man halt eben da nicht einfach ins Wasser fällt. Schließlich gehen wir zurück zu unserem Lagerhaus und dort bauen wir uns ganz, ganz viele Spitzhacken. Und danach gehen wir natürlich erstmal schlafen, das muss natürlich auch sein. Wir gehen in den Nether, laufen dann anschließend durch den Nether durch und kommen dann halt eben am Ende an unserem ja, Clay-Biom im Endeffekt raus, um Clay abbauen zu können. Und wir gehen als nächstes Clay abbauen und das habe ich für euch als Zeitraffer gemacht. Und los geht's!